Herzlich willkommen zu diesem für mich besonders interessanten Web-Talk. Ich bin ganz neugierig. Es geht um Kartenarbeit und zwar um Kartenarbeit für den Online-Einsatz. Thema, das viele Trainer, Coaches, Berater natürlich gerade in den letzten Monaten intensiver als auch schon berührt hat. Auch mich. Ich setze Karten sehr gerne ein in meinen Workshops, aber bis jetzt in Präsenzworkshops, weil es ein bisschen schwierig ist für mich, mit diesen sehr schön haptischen Karten dann auch online zu arbeiten. Denn, wir haben das gerade vorhin schon mal ausprobiert, also speziell meine Karten sind so gut wie überhaupt nicht erkennbar, außer ein bisschen das Layout und das Design. Also insofern ganz besondere Neugier auf diese Session-Butler-Sitzung. Miriam und Barbara, ihr habt mir ja schon eine Aussicht gestellt, wir werden wirklich selber damit arbeiten können. Es wird Beispiele geben und wir freuen uns alle drauf. Davon gehe ich einfach mal aus und ich mich ganz besonders. Dann werde ich jetzt das Weitere euch überlassen. Ich stoppe jetzt die Bildschirmteilung, dann ist es wieder weg. Ihr habt das ja gesehen, worum es geht. Und bitteschön. Miriam und Barbara, ich nehme jetzt auch meinen Ton weg, während ich nichts zu sagen habe, damit das alles schön fein von euch zu hören ist. Neugier. Wunderbar, vielen, vielen Dank, Hans-Peter. Genau, also heute geht es um Kartenarbeit. Wir dürfen euch das zeigen, was wir damit alles so machen. Und wir, das sind Barbara Schäfer-Ernst und Miriam Brinke, das bin ich. Wir sind beide seit über 20 Jahren Fachtrainerinnen mit Leib und Seele und wir sind dabei in Präsenz und auch schon seit einigen Jahren online zu Hause. Ja, und was das Besondere ist, was uns zur Kartenarbeit gebracht hat, das ist natürlich, dass wir viel, viel Nähe herstellen können und dass dieser Zwiespalt, in dem wir uns befinden, sowohl im Training als auch als Coaches und in der Beratung, ne, dass wir einerseits uns zu Hause fühlen wollen und andererseits eben trotzdem Veränderung anregen und Veränderung animieren und Impulse setzen wollen. Ne. Und das jetzt in die interaktive Welt zu bringen, war letztes Jahr unser Ansinnen, ne, ein On-Cycling haben wir es irgendwann mal genannt. Ne. Und wie ich sehe im Chat, ihr seid alle schon versiert mit Karten, ja. Wir haben es genauso gemacht, wir haben genauso angefangen, ganz viele Postkarten, Schränke mit Karten, ne, mit Bildkarten oder auch mit den Signierkarten zum Beispiel von Wolfram. Die Probleme, die sich gezeigt haben, die kennt ihr auch. Ne? Unter der Dokumentenkamera kann man immer nur ein paar zeigen, an der Pinnwand genauso. Die meisten reflektieren leider auch noch sehr. Ja, wenn wir sie jetzt nach Hygienemaßstäben auch in Präsenz nehmen, dann laminieren wir sie unter Umständen, aber auch, also müsste man mattes Laminat nehmen, damit es dann wieder nicht so reflektiert. Also wir waren nicht zufrieden, ne? Lange Rede, kurzer Sinn, wir waren nicht zufrieden und deswegen haben wir nach anderen Lösungen gesucht und am Ende auch selbst programmiert. Mhm. Genau, wir haben 20 Jahre lang eben Karten genutzt. Für unsere ganzen Themen, Fachtrainings übrigens auch, ja, Coaching und Fachtrainings. Und Karten sind bei uns tatsächlich Bildkarten, Impulskarten, Fragekarten. Ich habe auch im Chat gesehen, das ist bei euch auch sehr durchmischt. Also ihr kennt die Karten grundlegend mal genauso, wie wir sie auch benutzen. Und eben unsere Frage war einfach, das geht jetzt online einfach nicht mehr. Und deswegen die Frage, das soll jetzt online einfach nicht mehr gehen. Das war die Frage, die uns letztes Jahr angeschubst hat. Genau, und heute sagen wir doch, natürlich geht es online, auch wenn die Leute an den verschiedensten Orten sitzen, ne, wenn sie von irgendwo zugeschaltet sind zum Meeting, zum Workshop. Und es geht sogar so, dass mehrere Leute am selben, also nicht nur am gleichen, sondern auch am selben Kartenset arbeiten können. Mhm. Genau. Was bewirkt eigentlich Kartenarbeit? Also warum ist die Arbeit mit Impuls- oder Bildkarten so faszinierend? Was genau ist die Wirkung oder die Wirkweise von Karten? Ja. Und das Erste, was wir tatsächlich auch ganz klar sagen können, ist, wenn wir ins Training gehen, wenn wir ins Coaching gehen, dann haben wir immer einen Auftrag. Und wenn es richtig geil ist, dann auch vielleicht eine Vision. Und was machen wir? Wir ermöglichen Wachstum, wir ermöglichen Entwicklung für unsere Teilnehmenden, damit der die eigene Komfortzone, wie hier zu sehen, verlassen kann.
Genau. Dabei unterstützen uns die Karten, indem sie eben spontane Assoziationen möglich machen. So nutzt ihr sie auch, wenn ich das so lese im Chat. Ne? Und was ich so wichtig dran finde, ist, dass diese Assoziation ja passiert, bevor der Verstand anfängt zu kontrollieren. Das nutzen wir. Genau. Also der Impuls, der durch die Karte kommt, der verknüpft sich mit den eigenen Ideen. Ja, und der unterstützt auch dabei, etwas sichtbar zu machen, was vorher vielleicht überhaupt nicht sichtbar war. Und durch die Darstellung gibt es plötzlich Worte, die, mit denen ich irgendwas beschreiben kann. Das heißt, so können die Teilnehmer darüber sprechen, was vielleicht vorher nur so ein Gefühl war und was sie nicht formulieren konnten. Und deswegen sagen wir, Karten sind Gedanken. Gedanken zum Anfassen, zum Mitnehmen und zum Weiterspinnen. Ja, und besonders wertvoll sind sie für uns auch, weil eben der Impuls ja nicht von mir als der Trainerin oder dem Coach kommt, sondern der Impuls eben aus der Karte, ne? Also ohne diese Basis und dadurch oft den Teilnehmenden, den Coaches, es viel leichter ist, das anzunehmen und ohne Wertung und offen für sich zu nutzen. Und das eben so weit, so tief, so viel, wie es gerade passt. Genau. So viel mal zur ersten Wirkweise, wie Karten funktionieren, wie die arbeiten. Und jetzt gehen wir doch direkt ins Doing. Ja, klar. Ich schlage vor, Miriam, wir machen es mal miteinander und alle anderen sind aber herzlich eingeladen, es auch zu tun. Und das bedeutet, wer Lust hat, nebenher mitzumachen, der geht mit uns in den Raum. Der steht auf sebu.tools. Ja, das im Browser einmal öffnen und dann ist der Code 407435. Genau. Also für alle, die jetzt erstmal das mitverfolgen wollen, ich habe jetzt genau das gemacht, was Barbara gesagt hat. Also ich habe ein Browserfenster geöffnet, das seht ihr hier. Ich habe hier oben die Adresse sebu.tools eingegeben, also eine sehr kurze Adresse. Und in dieses Eingabefeld, es gibt nur ein Eingabefeld, habe ich hier den Code, also wir nennen das Zahlencode, eingegeben, 407435. Genau, und das ist jetzt die Teilnehmenden-Sicht, ne? Also du bist jetzt sozusagen die Teilnehmerin. Ich bin jetzt der Teilnehmer. Okay, so. Klick mal rein. Jetzt habe ich reingeklickt. Okay. So, die Frage an dich, Miriam, als meine Teilnehmerin im Moment ist, was ist denn für dich aktuell die größte Herausforderung im Online-Training? Bitte such dir doch mal eine passende Karte aus. Was ist aktuell die größte Herausforderung für dich im Online-Training? Die größte Herausforderung im Online-Training, okay. Ja, ist auch ein Problem oder auch eine Schwierigkeit. Ja, das haben wir wahrscheinlich alle. Salz in die Wunde. Interaktion. Interaktion ist eine Sache, die mich sehr fasziniert. Ah, jetzt sehe ich die nächste Karte, die habe ich vorher noch nicht gesehen. Ich gebe mal die Karte wieder zurück. Teilnehmer machen selbst. Intensität selbst bestimmen. Okay. Du wischst jetzt, ne? Also für die anderen, die noch mitmachen nebenher und an ihrem eigenen Kartenset arbeiten, es lässt sich auch klicken mit den Pfeilen am Rand, nämlich die am Handy sind, die tun sich meistens mit den Pfeilen leichter. Ja. Also ich bleibe bei Teilnehmerin macht selbst. Das ist tatsächlich das, wo mich als Trainerin, ich möchte meine Teilnehmer aktivieren. Okay. So, und ich kann jetzt bei mir hier im Hintergrund auch sehen, ne, was du gezogen hast und wie viele auch mitmachen. Und du hast jetzt die Teilnehmerin macht selbst. Mhm. Wir können jetzt daran weiterarbeiten. Du kannst jetzt unten drunter, zum Beispiel im Kommentarfeld, kann ich dich bitten, einzugeben, wieso du dir die rausgesucht hast und so weiter. Das Ganze wird so lange gespeichert und aufgehoben in meinem Hintergrund, bis wir entweder weiter daran arbeiten, weiter dran machen oder ich halt aktiv das Ganze lösch. Und ihr habt es gemerkt, die reingegangen sind, ein paar von euch, das ist völlig DSGVO-konform. Das muss man einfach auch noch wissen, auch für die Teilnehmenden, ganz risikofrei. Ja. Mhm. Hier in diesem Beispiel hat jetzt Miriam an ihrem Kartenset gearbeitet und ihr habt gemerkt, wenn ihr dasselbe hattet, also das Gleiche, ist aber was anderes passiert. Es waren Einzelräume, jeder hat an seinem eigenen gearbeitet. Was ich aber total gerne machen würde, das ist doch jetzt wirklich mal alle
habt bestimmt Lust, oder? Alle mal in so einen Raum zu schicken. Miriam, magst du? Mhm, ja, sehr gerne. Das heißt, wir gehen wieder in, wir machen eine neue Seite oder ihr könnt auch oben den Raum verlassen. Ja, unter Exit könnt ihr den Raum verlassen und kommt wieder auf die Startseite. Und wir geben euch einfach mal einen nächsten Raumcode. Ich mache das auch, ich gebe den hier parallel auch ein, für die, die zugucken wollen. Aber geht gerne auf sebo.tools und dann gebt ihr einfach mal den Code 862721 ein. Da ist die nächste Aufgabe. Ich tippe euch den Code auch nochmal in den Chat, dass ihr den dort auch habt. Genau, und ich setze auch noch den Link rein, dann braucht ihr auch bloß draufklicken. Genau. Für euch als Trainer und als Coaches ist wichtig, ihr könnt eure Teilnehmenden auf unterschiedliche Arten in den Raum reinbringen. Also einmal so, wie wir es jetzt gemacht haben, über den Zahlencode eingeben. Barbara hat jetzt den kompletten Code in den Chat gepackt, da muss man einfach nur draufklicken. Und die dritte Option wäre tatsächlich, einen QR-Code in die Kamera zu halten oder in den Unterlagen zu präsentieren. So, ich gehe jetzt mal in den Raum und die Aufgabe ist, worauf bist du stolz? Ja? Worauf bist du stolz? Haben wir in den letzten Monaten bestimmt ganz, ganz viel, weil jeder auf seine Art etwas geschafft hat, etwas durchgehalten hat und so weiter. Und auch hier könnt ihr die Karten wieder durchklicken. Wir haben es jetzt in einer Fächerdarstellung. Ihr könnt einfach reinklicken und Karten rausziehen und mal gucken, was macht das Bild mit euch? Ne? Hier, das sieht nach einem sehr geordneten Schreibtisch aus, vielleicht auch einem Konzept, was man gemacht hat. Das weiß ich noch nicht genau, wie ich das interpretieren soll. Hier hat jemand Sport gemacht, sehr anstrengenden Sport, wenn ich das sehe. Das heißt also, das erste Bild passt für mich persönlich gleich. Ich habe es geschafft, relativ gut und viel Wasser zu trinken, was man ja manchmal einfach vergisst. Und jetzt, genau, jetzt würde ich doch mal vorschlagen, macht doch ihr mal das Mikrofon auf oder schreibt in den Chat, wie es euch lieber ist, was ihr denn für drei Bilder raussucht. Oder was euch denn so anspricht. Was sind die drei Bilder? Ihr könnt euch gerne noch ein bisschen Zeit nehmen, die Karten alle anzugucken. Es sind ja ein paar. Wie kann ich denn blättern? Blättern, du kannst jetzt hier im Fächer nur ein bisschen rausziehen und quasi so anteasern. Blättern würde im Stapel gehen. Ein Kartenfächer ist vergleichbar, wenn du das im Präsenztraining machst und die Karten aufgefächert auf den Tisch legst. Dann ziehst du dir auch im Prinzip eine raus. Also du sagst, diese Ecke, die macht mich jetzt besonders an oder eben du kannst hier wirklich die Bilder im Einzelnen auch angucken. Und ihr seht es auch, ihr könnt per Drag and Drop die Karte nach unten ziehen, aber wenn ihr sie so ein bisschen antatscht, dann kommen hier unten auch Felder mit den Ankerplätzen, wir nennen die Plätze hier unten Ankerplätze, dass ihr dann einfach hier sagen könnt, hier soll es hin. Ja. Gibt es sonst noch Fragen aus der Runde? Schießt einfach los, damit wir euch unterstützen können bei der Übung. Oder eben gerne Ergebnisse. Ne? Worauf seid ihr stolz? Ich sehe konzentrierte Gesichter, was Tolles. Hat schon jemand eine Karte gefunden, wo er sagt, das spricht mich an, das ist was in den letzten Wochen und Monaten bei mir sehr präsent war und worauf ich wirklich stolz bin? Susanne nickt, ne? Habe ich richtig gesehen? Erzähl mal, Susanne. Ja, ich schreibe auch schon fleißig, also ich bin ganz stolz, dass ich in den letzten Monaten, sprich Ende April, meine Masterarbeit abgegeben habe, mein Masterstudium abgeschlossen habe und habe gestern erfahren, dass ich mit einem guten Ergebnis abgeschlossen habe. Ich weiß zwar noch nicht genau, was es ist, aber es ist auf jeden Fall gut. Ich habe mir vor knapp 7 Monaten einen Hund, auch zu Beginn der Masterarbeit, einen Hund angeschafft. Todesmutig, weil ich gemerkt habe, ich kann körperlich nicht mehr, ich muss mich bewegen. Also ich habe diverse Erkrankungen und unter anderem auch einen schwarzen Hautkrebs seit 2 Jahren diagnostiziert. Und das viele Zuhausearbeiten hat bewirkt, dass meine Rückenmuskeln und überhaupt meine Muskeln
degradiert sind. Und dann habe ich gesagt, nee, da muss was passieren. Und ich weiß, ich bin ganz faul. Es geht nur über einen Hund. Da habe ich dieses Waldmotiv gewählt. Das spricht mich an. Genau, für den Master habe ich übrigens dieses, seht ihr, ne? Habe ich diese, so eine Time, oder To-Do-Liste mit Post-its und Stiften. Also so sieht es bei mir auch aktuell immer noch auf dem Schreibtisch aus. Super. Genau, und also ich bin sehr stolz und glücklich darüber, dass ich mit der Hündin, die heißt Black Molly, im Wald spazieren gehe. Und deswegen das Waldmotiv. Und dann das dritte ist so ein Schreibtisch zu Hause, Homeoffice. Das ist das Online-Arbeiten, was mir sehr gut gelungen ist, dass ich meine Coachings zu 100% online umgestellt habe. Und da bin ich ganz, ganz glücklich darüber, dass das funktioniert. Und mache aus der Not gerade eine Tugend und mache eine Online-Beraterausbildung, eine psychosoziale, damit ich das auch auf vernünftige Beine stelle. Das mache ich im Übrigen mit dem Hund auch. Den Hund lasse ich oder bilde uns beide, den Hund und mich als Team, weiter, so ähnlich wie in therapiegestützte Trainings und Schulhund und Schulbegleithund, machen wir das halt im Coaching-Bereich als Coaching-Begleithund, damit ich sie auch von der Steuer lustig absetzen kann und auch damit arbeiten. Also aus der Not eine Tugend. Ja. Die Super. Karten sind super, das klappt prima, das ist sehr schön. Danke. Ein Hund als Coaching-Begleitung, das ist ja, ich kenne ihn sonst auch nur aus der Therapie, das ist ja wirklich eine tolle Idee. Ja, ist eine ganz tolle Idee, weil das war ähnlich wie bei der Online-Beratung, ist es so die Idee, aus der Not eine Tugend zu machen. Ne, das Gute im Schlechten sozusagen auch zu etablieren, zu nutzen und vielleicht auszubauen. Und genau, und dann habe ich auch geguckt, wo gibt es sowas? Das gibt verschiedene Anbieter, die sowas machen. Da kannst du eigentlich von Therapie auf Coaching umswitchen. Das ist gar kein Problem. Ja. Super, Ja. danke. Liefert meinem Gehirn gleich der Denkzünder, weil ich natürlich auch über den Hund nachdenke schon sehr lange. Und die Verantwortung ist groß, aber den als Coaching-Aspekt mitzubringen, das ist natürlich nochmal ein sehr interessanter Aspekt. Da muss ich heute drüber nachdenken. Vielen Dank. Gerne. Das heißt aber, du bist mit den Karten gut zurechtgekommen, das Ziehen hat funktioniert, also so das Handling, du hast es ja wahrscheinlich heute das erste Mal eingesetzt, hat funktioniert. Ja, das funktioniert super. Ja, ich arbeite selbst auch schon lang in der Präsenz ganz viel mit Karten und bin auch dabei, das gerade auch umzuswitchen, ähnlich wie ihr das jetzt hier auch gemacht habt, online. Und von daher finde ich das sehr interessant, wie ihr das macht. Super, sehr gut, vielen Dank. Wir haben auch tolle Antworten von Ursula und Sabine bekommen. Genau, Ursula. 15 Videos online, das ist ja der Hammer. Ja, super. Das heißt, welche Karte hast du dazu genommen, Ursula? Verrätst du uns, welche Karte dich da angesprochen hat? Und Sabine, Schritt für Schritt mit Bild mit der Treppe, immer geht's weiter. Sehr gut. Oh Inge, was gibt's für ein Problem? Sprich mal, was klappt nicht? Moment. Und Ursula ist auch nicht reingekommen, dann machen wir das vielleicht einfach nochmal. Also die Frage ist, wie seid ihr reingegangen mit dem Computer oder mit einem Handy? Ne? Man kann auch mit mehreren Devices reingehen. Also das Wichtigste ist, dass ihr einfach mal sebu.tools eingebt oder den Link, den Barbara oben gepostet hat. Habe ich alles gemacht. Ich kann das nicht drehen. Also da kommen ein paar Karten und also ich sitze am Rechner zu Hause und bin über den Link reingegangen und es klappt überhaupt nicht. Also Das heißt, wenn du mit dem Cursor auf eine Karte gehst, dann ja, lässt die sich nicht ziehen oder was ist das? dann lässt die sich nicht ziehen, dann passt sie nicht ins Feld und ich komme bis zur dritten Karte und dann geht es nicht weiter. Ich Okay. komme auch mit Blättern nicht weiter. Genau, Blättern geht bei einem Fächer tatsächlich nicht. Also bei einem Fächer geht dieses Rausziehen und eben Andeuten und gucken, was für ein Bild auf der Karte ist. Ich Ah, verrate dir mal okay. ein kleines Geheimnis für Trainer und Coaches. Das sollen die Teilnehmer erstmal gar nicht sehen, deswegen ist der Knopf sehr, sehr klein. Ganz rechts unten steht ein kleines Reset. Und manchmal auch durch Internetverbindungen oder wenn bei dir auf der Leitung gerade viel passiert, kann es sein, dass ein Raum sich verschluckt. Nennen wir jetzt einfach mal verschlucken. Dann Ah, klickt man hier okay. unten auf Reset und dann lädt sich der Raum nochmal neu und dann probierst du es einfach nochmal.
Aber üblicherweise funktioniert das recht reibungslos. Und Ursula schreibt ja auch schon, sie hat es technisch gar nicht probiert. Also klar, Ja. dann bist du natürlich auch nicht drin. Ist ja Ja. logisch. Also Genau. Ursula, gar kein Problem. Wir geben euch auch gerne die Links mit, dass ihr das einfach nochmal in Ruhe ausprobieren könnt. Und ihr könnt euch auch immer an uns wenden, wenn es gar nicht klappt und ihr es ausprobieren wollt. Das wollen wir euch nur anbieten. Ja. Also ist es da, wiederholt wir wiederholen diesen Gabal-Workshop nicht. Also zumindest noch nicht geplant. Aber Erna, darüber können wir sicherlich reden. Ja, wir haben aber eine Sessionzeit. Ihr könnt immer zu uns kommen und wir zeigen euch das auch nochmal. Ja, und es gibt auch eine Aufzeichnung von heute, dass ihr das euch nochmal angucken könnt. Genau, Barbara hat gerade eben den Link nochmal gepostet. Wenn ihr eh über Zoom drin seid, ist bei euch euer Browser im Prinzip auf. Und dann könnt ihr auf den Link klicken und dann müsste eigentlich euer Rechner automatisch ein neues Fenster öffnen, sodass ihr auf die Startseite bzw. gleich in den Raum reinkommt. Genau. Ja. Wir haben noch eine Ja. dritte Fragestellung dabei, ne? Ja, wir haben eine Also für dritte die, die Fragestellung. aktiv dabei sind, habt ihr Lust? Also ich habe Lust, ich gehe mal einfach, mache ein neues Browserfenster auf. Ihr seht schon, dass ich Cebu von Tools hier ganz vorne in meinen Einstellungen habe. Und Barbara, diktiere mir doch mal die Nummer vom dritten Raum. Das ist noch mal eine dritte Übung, die wir jetzt Das hier ist machen. die 386. 249. Ich habe auch hier den Link wieder in den Chat gestellt. Also für die, die Lust haben, gleich mitzumachen. Sollen wir aus dem anderen dann rausgehen jetzt und Entweder ja, ihr könnt rausgehen oder neuen über aufmachen. den Link in ein neues Ja, Browserfenster. okay. Genau. Genau. Also 386249, das ist richtig. So, hier sind wir drauf. Sebu, das war nochmal sebu.de. Cebu.tools. Tools. Und Tools ist Tools. Ja, nee, sebu.tools und dann, ja. Ihr könnt auch einfach im Browser hinten noch die Nummer abändern, dann geht es im Okay, Schnellschnitt ja, zu spät. auch raus. Das ist Genau. der Trick 17, Ja, genau. gut, das mache ich mal. Ja, das ist der einfachere Weg. Genau. 386249. Genau. Also ihr seht schon, der Zugang, die technische Art zuzugehen, das ist im Prinzip wie bei Mentimeter, ne? Also wer Menti kann, kann Session Butler. Ja, das ist mittlerweile sehr verbreitet. Die Teilnehmenden tun sich da ganz gut damit. Okay, also ein Impuls in Sachen Herz. Kommt, sind wir mal ehrlich, so ein bisschen Herz zum Wochenende können wir auf jeden Fall brauchen, ne? Und diesmal habe ich mir gedacht, ich setze uns einen Zufallsgenerator rein. Ne? Also gar nicht mit aussuchen, jetzt weder mit Fächer noch mit durchklicken, sondern einmal den Zufallsgenerator betätigen. Miriam, klick doch mal drauf, bitte einmal Zufallsgenerator starten. Und wenn du magst, dann klick auf Karte ziehen. Ja, geklickt. Und er wird langsamer. Mal gucken, was dir zufällt. Was traue ich meinem Herzen zu? Da bin ich ganz ehrlich, nach dem letzten Jahr mittlerweile sehr viel und auch nach meinem, wenn ich so mal auf mein Leben zurückgucke, tatsächlich, habe ich ein sehr starkes Herz an dieser Stelle gefühlt. Auch diese Karte kann ich jetzt nach unten ziehen. Ne? Ihr seht, dass der Ablageplatz hier unten angegeben wird. Da kann ich draufklicken oder ich ziehe sie eben tatsächlich hier manuell nach unten. Das Mal nach unten ziehen funktioniert einfach so, dass ihr die Maustaste gedrückt halt und dann das Ganze per Drag and Drop nach unten zieht. Ja, und für alle, die viel mit Karten arbeiten, Barbara und ich, wir machen das ja sehr, sehr viel und wir haben schon so oft die Situation gehabt, dass uns Karten nicht gefallen. Ja, dass selbst wenn wir selber uns coachen oder wenn wir einen Impuls für irgendwas brauchen, dann sage ich, nee, 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 die Karte will ich jetzt gerade nicht haben. Und wir wollten hier diese Situation, wie sie mit einem echten Kartenstapel ist, nachempfinden. Deswegen kann man tatsächlich auch hier per Drag and Drop, also das heißt einfach zurückschieben der Karte, die Karte zurück in den Stapel schieben und dann seht ihr, dann kommt wieder das Fenster vom Zufallsgenerator und ich kann ihn neu starten. Bevor ich auf Karten ziehen klicke, das Geheimnis bei solchen Karten ist ja, die richtigen Karten fallen einem ja wirklich zu. Und ich würde mich nicht wundern, wenn ich nochmal die gleiche Karte, okay, heute mal nicht. Was ist meine tiefste Herzensangelegenheit? Ja, die Sache mit dem Hund, ich glaube, das ist etwas, was ich mit ins Wochenende nehmen werde.
sehe aber auch ein paar lachende Gesichter, Miriam. Ne? Ich glaube, so aus Coaching-Sicht sagt man auch ganz gerne, gerade wenn ich die Karte so spontan ablehne, dann ist sie doch am spannendsten auch zu hinterfragen, was steckt denn an diesem Impuls, ne, für mich? Wieso ist das so? Unbedingt. Ja, ich sehe schon, du kriegst wirklich bald einen Hund. Gucken wir mal. Ja. Die Sehnsucht ist auf einmal schon sehr, sehr lange da. Ich hatte mal einen, der hieß Bacardi. Und nicht Whisky, sondern Bacardi. Und jetzt. Genau. Da merkt man ungefähr unsere Generation. Ich glaube, Bacardi ist heute nicht mehr so modern. Als heißt dann der neue Hund, heißt dann Rum oder heißt der Cola dann? tatsächlich, die Namen trage ich schon lange mit mir rum. Mein Wunsch wäre entweder ein Idefix oder ein Barnaby, wie dieser englische Inspektor. Aber muss ich gucken. Aber ich sehe schon, Ute schreibt, es gefällt dir, dass du Karten zurückgeben kannst. Uns auch. Aber wie Barbara schon gesagt hat, man muss immer ein bisschen auch drauf spiegeln, warum will ich denn die Karte zurückgeben? Ne? Genau. Ja. Wer sieht denn die Einträge im Kommentarfeld, wenn ich was reinschreibe? Barbara, wer sieht denn die Einträge? Also die Einträge, Vera, die siehst du als Teilnehmerin, wenn du sie machst, und die sieht dein Coach, deine Trainerin, wenn sie dir die Aufgabe gibt. Also ich kann das jetzt auch im Hintergrund von Miriam sehen, auch wenn sie keinen Screenshare macht. Ja? Mhm. Und die bleiben so lang und sind so lang eben astrein dokumentierbar, wie du das möchtest. Ja? Uns ist die Dokumentierfunktion hier auch ganz wichtig gewesen. Mhm. Genau. Deswegen gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn du aus dem Backend als Trainerin reingehst, dann gehst du eben nicht in einem Arbeitsmodus in den Raum, weil das ist ja der Raum von Miriam, von der Teilnehmerin, sondern in der Trainersicht, und dann egal was du tust, es wird nicht gespeichert. Du kannst also gar nicht versehentlich irgendwie Arbeitsergebnisse deiner Gruppe oder deiner Teilnehmerin verändern. Das ist auch ganz wichtig. Okay, können wir mal die Moderatorenansicht auch zeigen? Ja, klar. Miriam, du bist in der Freigabe. Machst du es einfach? Ja, genau. Also ihr dürft euch jetzt nicht verwirren lassen. Ich gehe jetzt ins Backend. Das hatten wir heute nicht auf dem Plan, aber ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Mhm. Hier ist zum Beispiel die Übung, worauf bist du stolz? Ja. Und wenn ich jetzt hier mal einen Reload mache, dann sehe ich zum Beispiel hier, dass sehr viele Personen eben von heute jetzt in diese Sitzung reingesprungen sind. Und ich kann jetzt hier in meine Traineransicht draufklicken, kriege hier oben einen gelben Balken, dass mir ganz klar gesagt wird, das ist die Traineransicht. Ich habe jetzt meine eigene Sitzung genommen, das war die erste. Deswegen, das sind jetzt zum Beispiel meine Karten, die ich gewählt habe, und ich sehe das. Ja, das ist so das Backend. Ja. Für euch als Trainer-Coaches ist auch wichtig, ihr könnt auch, also wenn wir Coaching-Prozess haben, ihr könnt auch das dokumentieren. Also ihr könnt, ich gehe nochmal in unser Backend, ihr könnt auch hier über diesen PDF-Knopf ein PDF erzeugen, sodass ihr zum Beispiel Coaching-Meilensteine oder Prozessschritte hier als PDF festhalten könnt und, wenn ihr das macht, auch euren Teilnehmenden, euren Coaches zur Verfügung stellt. Also als quasi Coaching-Dokumentation. Das würde auch gehen. Genau. Michael, du fragst gerade, ob wir die Karte auch mitgeben können. Also ich kann sie natürlich nicht durch die Kamera reichen, ne? In haptisch geht das nicht. Ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann ja deine Teilnehmerin jederzeit wieder in den Raum, solange du den stehen lässt. Das ist also eine Möglichkeit. Ne? Dann kannst du natürlich einen Screenshot machen. Auch das geht, ne? Als Erinnerung. Dann sind auch die Kommentare mit drauf. Du kannst deine eigene Dokumentation deiner Klienten, deiner TeilnehmerInnen zur Verfügung stellen. Ja, und es gibt natürlich viele dieser Karten nicht nur in der Online-, sondern auch in der Kaufversion. Also dass man auch tatsächlich sagen kann, ich schicke die richtig postalisch auch noch zu. Ne? Also es gibt schon verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Ja. Vera, du hast... Ja. Ja, danke, das ist mir jetzt zu viel zum Schreiben. Also ihr redet immer nur von einer 1-zu-1-Konstellation, weil ich habe... Ah ja, okay, also nicht von der Trainingssituation, dass ich, weiß ich nicht, 8 oder 10 Leute habe, jeder sucht jetzt wie bei so einer Worauf bist du stolz Frage eine Karte raus und alle sehen da und schreiben vielleicht was dazu, und wie mache ich das dann der Gruppe transparent? Geht das auch? Ja. Oder immer nur in einer 1-zu-1-Konstellation? Also so wie du es gerade beschreibst, Vera, gehst du
hinterher in den Screenshare und zeigst die einzelnen Ergebnisse und dann kann wieder drüber gesprochen werden. Also aber so nacheinander weg dann, oder? Das wäre dann nacheinander. Was du auch machen kannst, das ist, ich gucke hier gerade mal auf die Uhr, ja, wir haben ja noch Zeit, das ist, dass du einen Gruppenraum anlegst und Miriam, machst du gerade einen, oder? Dann machen wir das nämlich einfach mal miteinander. Wo dann wirklich mehrere, also deine Kleingruppe, die du gemeinsam zum Beispiel in einen Breakout-Raum schickst, dass die miteinander am selben Kartenset sind. Und dann hast du natürlich die gemeinsamen Ergebnisse auch in einem Blick. Ah, cool. Ja, super. Wie immer aber in Gruppenräumen, das will moderiert sein, ne? Weil wenn zwei gleichzeitig an der gleichen Karte ziehen, dann zerreißt es die Karte und in unserem Fall bleibt es halt stehen. Ne? Okay, also, alles klar. Das ist. Vier bis fünf Leute haben wir eine gute Erfahrung gemacht. Okay, super. Genau. Ich würde sagen, wir sind heute ein bisschen mehr. Ich kann leider gar nicht erkennen, doch wir sind 20. Jetzt, wir testen einfach mal. Ich habe jetzt, während Barbara geredet hat, einen Gruppenraum angelegt. Also ihr seht, das Raumanlegen geht, wenn man weiß, wo man hinklicken muss, sehr schnell. Ich schicke euch mal den Link in den Chat. Und jetzt ist es so, wer den Link anklickt, ihr seid alle zusammen in diesem einen Raum. Das werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Nämlich, wenn einer anfängt, an der Karte zu ziehen, ja, der erste ist schon drin. Also ihr seht, ich mache nichts. Ne? Barbara, Hände hoch. Ich mache es auch nicht. Genau, wir machen gerade nichts. Also es sind mehrere Leute in diesem Gruppenraum. Und man sieht es an den armen Karten, die da einfach kreuz und quer gezogen werden und nicht mehr wissen, wo sie hin sollen. Und das ist jetzt genau der Effekt, den Barbara gemeint hat. Hier braucht es eine Moderation. Hier braucht es eine Kommunikation bei den Gruppenteilnehmern. dass man nämlich tatsächlich sagt, wer zieht oder wann zieht wer in der Reihenfolge und dass eben das ein bisschen abgestimmt ist. Wenn ihr alle gleichzeitig zieht, das kann natürlich der Mechanismus nicht. Das wäre im echten Leben aber auch genauso, wenn im echten Leben bei einem Gruppentisch zum Beispiel mehrere Personen an einer Karte ziehen, würde die wahrscheinlich irgendwann zerreißen. Ja. Man kann sie sich ja auch wegnehmen, ne? Also wie wir gerade gut sehen können. Ne? Der eine schiebt runter, der nächste nimmt sie einfach wieder hoch. Ja, genau. Was wir jetzt hier sehen, ist die freie Platzierung. Ich scroll mal in meinem Bild ein bisschen nach unten. Und wenn ich vielleicht mal alle bitten dürfte, ganz kurz die Maus stillzuhalten, dann würde ich euch ganz kurz zeigen, was der Vorteil der freien Platzierung ist. Ah, es klappt hervorragend. Vielen Dank. Das heißt also, ich kann hier tatsächlich nach unten meine Karte ziehen und die freie Platzierung, die ermöglicht jetzt zum Beispiel Karten zu clustern. Ja, jetzt war irgendjemand wieder drin. Ich mache das nochmal. Also ich kann Karten nach unten ziehen und ich kann die hier eben auch clustern, indem ich hier Stapel machen kann. Ich kann auch wieder was drüber schieben. Und das ist eben etwas, was Gruppenarbeit sehr gut unterstützt. So, ich mache jetzt wieder nichts. Ihr dürft jetzt gerne wieder ausprobieren an der Stelle. Und wir haben jetzt noch ein bisschen weniger wie 10 Minuten. Wir können gerne noch drauf gucken auf die Sequenz. Ja? Entschuldige, du? Du. Ja, okay. Einige haben ja am Anfang gesagt, sie benutzen am liebsten ihre eigenen Karten. Das ist natürlich machbar, ne? Also jeder kann in seinem Account die eigenen Karten hochladen, die dann auch sonst niemand sieht. Ne? Auf der anderen Seite gibt es eine Bibliothek mit, aktuell sind es glaube ich um die 50 Kartensets, die auf jeden Fall zur freien Verfügung online da sind, die man nur anklicken muss und hat. Ja. Aber gerade für die, weil es doch mehrere auch waren, die am liebsten die eigenen Karten benutzen und wir kennen das ja, ne, entweder für einen Kunden speziell oder für unser Leib- und Magenthema speziell, die lassen sich natürlich hochladen im eigenen Account und nur für sich und die eigenen Teilnehmenden nutzen. Genau. Und wir können auch noch mal ganz kurz gucken, wo, also wir haben vorhin schon gesehen, auch im Chat, wo ihr Karten überall einsetzt. Die Kartensets, die jetzt aktuell da sind, also die gehen in verschiedenen Themen. Ja? Wir benutzen die in unseren Fachtrainings. Wir benutzen die bei Führungsthemen, bei Teambildungsmaßnahmen. Wir haben zum Beispiel Wertekarten online, die wunderbar für Teambildungsmaßnahmen auch geeignet sind. Also die ganzen verschiedenen Thematiken können mit Karten abgedeckt werden. Und wenn wir in die einzelnen Sequenzen reingehen, auch hier, ihr könnt ein Warm-up machen, ne, zum Beispiel jetzt diese Bilderkarten. Diese Frage, worauf seid ihr stolz? Die könnt ihr in der Gruppe benutzen, wenn sich die Personen noch nicht kennen.
Ja, dann könnt ihr die Einzelpersonen reden lassen, das haben wir vorhin auch gemacht, und dann fangen die an, was zu erzählen. Und in dem Moment, wo jemand persönliche Informationen preisgibt, nähert sich die Gruppe an. Ja, man sagt, ach guck, das ist bei mir auch so gewesen, oder ein Hund will ich auch haben. Also da passiert ganz viel, dass eben diese Nähe hergestellt werden kann. Und also als Warm-up ist es geeignet. Ihr könnt es aber auch als Abschlusssequenz benutzen. Was nehmt ihr von heute mit? Haben wir zwar auch eigene Kartensets, würde mit den Bildkarten hier aber auch wunderbar funktionieren. Barbara, welche Sequenzen haben wir noch? Transfer hätten wir noch? Du, ich benutze ja auch ganz viel zur Inhaltsvermittlung. Ich mache ja Fachtrainings und habe dann oft auf der Vorderseite eine Frage und auf der Rückseite eine Antwort oder solche Dinge. Ne? Ja. Dann speziell zum Thema. Hm? Ja. Die Claudi hebt die Hand und Monika hat auch schon eine Frage in den Chat gestellt. Ja, dann. Monika, Kosten. Ich glaube, es hat sich schon beantwortet, die Frage. Ich könnte rein theoretisch auch eine Art Memory spielen mit meinen Teilnehmern. Ja. Indem ich von jedem Bild die Rückseite öffne. Ja. Ja. Und die dürfen das dann quasi umdrehen. Ja. Ja, genau. Wie viele Karten passen denn da maximal in den Container? Oh, der Moritz hat es ausprobiert. Ich muss mal ganz kurz, Moritz, wie viele Karten waren es, auf die freie Platzierung gekriegt hast? Es waren 60, oder? Nee, es waren mehr. Mehr wie 60. Mehr also ich glaube, technisch hast du da keine Einschränkung. Die Frage ist, mit welcher Displaygröße schauen deine Teilnehmer drauf? Ja. Ne? Also wie groß ist der Bildschirm, den deine Teilnehmenden haben? Ja. Aber super. Also 50, 60 passen auf alle Fälle drauf, weil wenn ich jetzt mal nach unten scroll, dann siehst du, dass hier 5 in einer Reihe und nach Miriam, unten du kannst ja auch kleiner machen, ne? Mit Minus zum Beispiel. Ne? Ja, das geht auch. Ne? Cool. Kann ich auch machen. Die Häufchen auf der Seite irgendwie stapeln. Ne? Genau. Und Monika fragt nach den Kosten. Was ich gerade noch wichtig finde, ist auf der offenen Seite sessionbutler.de seht ihr auch die Methodensammlung. Auch die hat im Moment schon keine Ahnung wie viel. Gell? Die Zahl hätte man vielleicht vorher noch mal gucken sollen. Ja. Also für was man es alles nutzen kann, weil die Einstiegssequenz, ich glaube, die kennen wir alle, die wird wirklich viel benutzt. Aber es gibt ja so viel noch mehr Möglichkeiten, Karten zu nutzen. Und wir haben ganz viele Methoden eingestellt, die möglich sind. Und auch das erweitert sich ständig. Ihr habt 30 Tage vollen Zugriff kostenfrei zum Testen. Also das ist schon echt auch eine ganze Menge. Ihr könnt euch alles in Ruhe angucken. Und kommt dann automatisch in einen kostenfreien Basis-Account auch. Ne? Also keine Geschichten, dass dann irgendwas plötzlich doch irgendwie kostet. Und dieser Basis-Account ist so konzipiert, dass er immer noch für Selbstcoaching echt schön ist. Ja? Sobald ihr aber danach eben mit Coaches arbeiten wollt oder mit Teilnehmenden arbeiten wollt, gibt es kostenpflichtige Accounts. Wir müssen ja die Programmierung letztendlich auch bezahlen. Ne? Also das ist. Und die finden sich, magst du mal auf die Startseite gehen, Miriam, weil du gerade in der Freigabe bist, dass wir hier einmal kurz den Überblick haben, wo man was findet. Genau, so schaut es aus. Hier sind Funktionen und Preise, die verschiedenen Möglichkeiten. Und daneben war... Kannst du es größer machen? Ich hab dir es reingestellt, ne? www.sessionbutler.de. Oh, okay. Kann jeder wirklich ganz in Ruhe gucken. Ja. Genau. Wir haben verschiedene Modelle, da kann jeder für sich das Passende raussuchen. Genau. Der Methodenschatz rechts daneben, das sind die ganzen Methoden. Ihr seht immer, es wird angerissen, wozu ist es da, und dann zum Weiterlesen gibt es die ausführliche Anleitung, wie so eine Methode funktioniert. Ja, die Kartenbibliothek gibt einen kleinen Überblick, was es gibt. Die kompletten Karten, das hat was mit den Urheberrechten zu tun, die sieht man natürlich erst, wenn man im Account drin ist. Das wäre ja sonst ein Wahnsinn, ne? Und das ist die öffentliche Bibliothek. Und bei Tipps und Tricks gibt es dann natürlich auch noch die oft gestellten Fragen werden hier beantwortet. Das erste Tutorial ist drauf. Und weil es gerade auch noch eins ist, wir sind einmal in der Woche live online. Miriam, du hast es, glaube ich, vorhin schon gesagt. Ne? Das findet man auch auf der Startseite, nämlich hier. Das nächste ist jetzt wieder am Freitag, damit ihr einfach Gelegenheit habt, uns zu fragen. Entweder technisch oder auch, wie setze ich welche Aufgabe um oder was könnte ich tun, wenn... Ja, genau. Was nutze ich wie?
Genau. Ich bin so frei und schalte mich ein. Ja, oh, sehr, 43, sehr, ja. Sehr, sehr eindrücklich. Ich habe mich auch extrem zurückgehalten, weil ihr zwei ja sowieso schon interagiert. Das finde ich ganz toll und es war ja auch sehr viel passiert durch dieses Miteinander drin arbeiten. Vielen Dank dafür. Was für mich ein wichtiges Erlebnis war, ist der Aspekt, dass die Visualisierung über die Bildkarten ganz stark wirklich auch ins Pseudo-Haptische gehen kann, durch das mit den Karten, die Karten bewegen, irgendwo hinführen und so weiter. Auch wenn das natürlich nur bedingt die eigentliche Haptik ersetzt, ist eine ganze Menge davon, was da auch online rübergeht. Schön, dass eigene Karten möglich sind. Ich denke, ihr habt jetzt das gesamte Spektrum einfach mal darstellen können. Ihr habt ja auch die Möglichkeit, als Teilnehmer an die beiden noch heranzutreten, ob jetzt nun bei den wöchentlichen Live-Events oder eben auch schriftlich. Vielen herzlichen Dank dafür. Die Feedbacks sind herzlich willkommen. Mhm. Ich werde jetzt eben noch mal mir erlauben. Wenn jemand von euch Lust hat, ne, während Hans-Peter, du das gerade machst, auch an eine Veröffentlichung zu denken. Wir haben im Hintergrund einen Verlag und können für Lehr- und Lernmaterial auch ISBN vergeben. Also wer die eigenen Karten gerne mal so richtig auf den Markt werfen möchte, auch online, schreibt uns an, ruft uns an, kommt vorbei. Ein Rundum-Service, das klingt doch wirklich gut. Und wem das gefallen hat oder wer auch speziell an einem Thema interessiert ist, einfach der Hinweis auf das nächste Thema. Mitten im August, wie immer am zweiten Freitag im Monat um 11 Uhr gibt es das Thema mit Andreas Bornhäuser. Also irgendwas mit Dialog, was mich natürlich dann auch wieder interessiert. Und auch das werde ich dann gerne begleiten. Immer dran denkend, sollte noch jemand dabei sein, der oder die Gabal erst noch kennenlernen muss, dringend, nutze die Schnuppermitgliedschaft, um dann hier auch regelmäßig an den Web-Talks teilnehmen zu können. Das für jetzt, doch trotzdem Schlusswort an Miriam und Barbara gerne. Ja, das habt ihr jetzt von. Ja, das haben wir jetzt davon, Miriam. Oder ich, wie du magst. Also es hat uns großen Spaß gemacht und vor allem, dass jeder so aktiv mit dabei war, das ist super. Wie gesagt, wenn jemand nochmal was wissen oder langsamer durchgehen möchte, das war doch heute geballte Ladung, kommt einfach auf uns zu, wir sind für euch da und fragt und nutzt Karten, ne? Die Kartenarbeit bereichert, das ist so das Schlusswort. Ja. Ganz wunderbar, nochmal herzlichen Dank, alles Gute rundum, ein schönes Wochenende und auf ein nächstes Mal, womit jetzt auch die Aufzeichnung endet. Danke an euch alle. Ciao. Schönes